Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute schließen wir die Aktion, wie von göttlicher Hand geschaffen, ab. Beziehungsweise nicht ganz, am Ende der Aktion wird wahrscheinlich noch ein Weltauftrag, ein kurzer Vorkommen, wo das Thema quasi nochmal abgeschlossen wird, das uns am Anfang in dem ersten Weltauftrag quasi sozusagen vorgestellt wurde. Also das Ganze mit den Sphären, die sich verändern und so, bla bla bla, die ganze Thematik da. Aber zumindest machen wir heute die letzte Sphäre. Wer kommt zuerst, malt zuerst. Es gibt wieder 10 Herzen, 10 Minuten und diesmal nur 60 Abenteuertaler. Und es ist alles innerhalb von einem Feld. Okay. Also hat die Anzahl der Abenteuertaler sogar abgenommen. Weil die letzten beiden Male waren es ja 100 insgesamt. Okay. Sieht eigentlich ziemlich einfach aus, so auf den ersten Blick. Schauen wir mal. Ist das hier das Ende? Warte mal. LOL. Wow. Da war jemand sehr kreativ. Kappa. Okay. Schauen wir mal. Ups. Follow the wind. Machen wir uns mal die hier. Ups. Okay. Dann die hier müssten eigentlich auch ziemlich easy sein. Nice. Okay, wenn man... Ah, no mind. Wollte gerade sagen, wenn wir den Einzelnen da finden, haben wir genau 30. Also genau die Hälfte, aber... Oh, RIP. Das war tatsächlich ein Missklick. Ich wollte nicht rechts die Maustaste drücken. Das war tatsächlich gar nicht mal mit Absicht. Okay. 40, 41. Ui, aber da kann man klettern, ne? Ja. 44, 45. Ah ja, da oben ist noch mehr. Ah, hier kann man nicht klettern. Oh no. Oh. Mist. No. Verdammt. Okay, ist doch gar nicht so einfach, da oben zu bleiben. Wow, never mind. Okay, jetzt holen wir uns erstmal die Taler hier. Bevor ich noch mehr Zeit verschwende. Oh. ...53 noch 7. Scheint so, als wären die auch alle hier. 2... ...noch 5. Wow. Und das sind 5. Okay. Ja gut, dann never mind. Dann kann man da gar nicht hoch. Okay. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt... Achso, nee, da muss ich ja gar nicht hoch. Ich muss ja nur zum Ziel, ne? Da kann man, das müsste eigentlich locker reichen. Wenn wir quasi hier hoch, dann holen wir uns den Jumper. Gut, mit Kasua ist natürlich sehr einfach, aber müsste auch ohne Kasua funktionieren. Und boom, 60 von 60. Wie viel Zeit? 3 Minuten, 1 Sekunde gebraucht und ein Leben verloren. Ja... War jetzt auch nicht so schwierig irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass man das viel schwieriger hätte gestalten können. Ich meine, gut, vielleicht haben sie das mit Absicht nicht gemacht, damit es halt jeder schaffen kann. Aber man muss ja eh nicht alle Taler sammeln. Also selbst wenn man 10 Taler nicht sammelt, ja, kriegt er trotzdem die maximale Belohnung. Und nur abschließen, also jetzt vor allem bei der letzten, war jetzt natürlich ein bisschen extrem einfach. Also wo der Endpunkt quasi direkt neben dem Startpunkt war, das war jetzt schon ein bisschen... ja, unbeeindruckend auf jeden Fall.
Und ja, aber das waren die vorgestalteten Sphären. Das Ganze geht noch 2 Wochen. Wahrscheinlich deswegen, weil man ja selber was erstellen kann und das einfach community-mäßig ein bisschen noch was ist, dass man quasi die Sphären seiner Freunde oder bekannte Sphären, die man irgendwie auf YouTube gesehen hat oder so, selber probieren kann und so weiter und so fort. Aber insgesamt, ja, war das der größte Teil der Aktion. Jetzt ist halt quasi nur noch Just for Fun, so ähnlich wie mit der Windflucht und ähnlichen Spielmodi. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn die Aktion zum Ende noch einen Weltauftrag hat, werde ich da wahrscheinlich nochmal ein extra Video machen, weil das halt erst in 2 Wochen sein wird. Bis dahin, danke euch fürs Einschalten. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Ciao, ciao.